Hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Diablo 3. Letztes Mal haben wir hier ganz viele tolle Sachen gemacht und jetzt machen wir ganz viele andere tolle Sachen. Also wir suchen hier gerade diese blöde Ziege, die unseren Deckard Kane einfach so gemordet hat und gemetzelt hat, ja. Das ist ziemlich unerhört und unhöflich, weshalb wir diese Martha oder wie sie heißt jetzt einfach töten, ja. Komm mal her. Komm her. Jetzt habe ich dich. So, weg mit dir. Gut. Wir haben was gefunden. Das war wohl angeblich toll. Okay. Das lohnt sich nicht. Oh, da kann man mal drüber nachdenken. 17 Leben pro getötet. Oh, 36 Leben pro Sekunde. Nehmen wir. Okay. Das reduziert alle Ressourcenkosten um 4%. Gegner, okay. Mhm. 44 Leben pro Treffer, vergiss es. Regeneriert 41 Leben pro Sekunde. Das ist natürlich nicht schlecht, ja, aber pro Treffer. Wir treffen viel häufiger als Sekunden. Was haben wir hier? Kann den Gegenstände mit Sockel. Plus 5 Leben, plus 6. Kann ich dich jetzt einfach hier hinlegen? Juwelenschmied, wo kriege ich denn jetzt einen Juwelenschmied her? Ha? Okay, das lassen wir auch lieber. Okay, dann sind wir so wieder ideal ausgerüstet. Sehr schön, dann gehen wir mal weiter. Oh, gar nicht gesehen. Schuft. Bleib doch bitte zumindest halbwegs in meiner Nähe. Der Templer springt durch die Gegend wie ein Irrer und du machst andere Sachen, die auch nicht so geil sind immer. Ja, aber Hauptsache, du hast nochmal gekotzt, ja. Was wetten wir, dass unser Endgegner hier eine Spinnenkönigin ist? Da zweifle ich keine 5 Sekunden dran. Heildruck, dann geht's jetzt aufs Ende zu. Wir brauchen zu lange, bis sie runterkommen. Okay, so. Hallo, ich... Hey! Komisch. Hallo, jetzt... Was macht denn der? Warum rennt denn der durch die Gegend? So, ich klicke einen Gegner an, da kannst du den Gegner mal attackieren, ja? Weg. Amulett des Bösen? War das gerade das Amulett des Bösen? Darf man das überhaupt verwenden? Also ich weiß ja nicht, ja? Ah, das bringt mir Vitalität. Okay, cool. Das bringt mir nicht ganz so viel. Das bringt mir nicht ganz so viel. Okay. Gut. Halt, jetzt habe ich nicht drauf geachtet, was das überhaupt war. Ja, Inventar. Deutlich mehr Schaden. Aber unser legendäres Zweihandschwert ist halt legendär und Zweihand, ja. Aber Blitzschaden wäre auch nicht schlecht, ja. Und plus 12, ja, das ist egal. Vitalität ist deutlich besser. Ja, wir behalten unser legendäres Schwert. Das ist halt einfach legendär. Meine Herrin hat mich aufgenommen. Kommt näher und spürt ihre liebevolle Umarmung. Ruhe in Frieden, armer Irrer. Ja. Okay. Okay, also hier geht's raus. Das heißt, den Rest tun wir uns nochmal schön anschauen. Wenn wir den gesehen haben, dann machen wir uns raus. Yay! Oder hier geht's auf jeden Fall zum Endgegner, der garantiert... Hey, ich fress einen Besen, wenn das keine Spinne ist, ja. Okay. Geh mir nicht auf die Nerven. Hör auf mich zu schießen. Sehr schön. Lecker.
Es ist von äußerster Wichtigkeit, dass wir meinen Landsitz vor diesem verräterischen Gesindel in Tristram sichern. Die Höhlen im Osten sind zu nah an meinem Land. Sie müssen blockiert werden. Vollständig versperrt. Ich glaube, Erzbischof Lazarus hat kürzlich mit magischer Kraft ein paar Spinnen an diesen Ort gebunden. Sie könnten uns von gutem Nutzen sein. Ach, das war der Verrückte, ne, den wir vorhin schon getötet haben. Den Skelettkönig, also vorhin, ich bin gerade in etwas reingetreten. Du armer Schuft. In etwas reingetreten. Oi. Speicherpunkt, sehr schön. Sieht aus, als wären wir hier drin nicht allein. Sprecht mit der im Netz gefangenen Frau. Da können wir nicht rein, schade. Bitte helft mir. Es ist schrecklich. Sie saugt ihren Opfern die Gedärme aus dem Körper. Oh nein. Nein. Es ist zu spät. Ich kann sie hören. Die Spinnenkönigin kommt. Spinnenkönigin? Überraschung. Jetzt holt sie ihre Kinder, weil sie so scheiße und scheiße ist, ja. Komm her. Komm her. Nochmal. Komm her. Ah, du bist eh vergiftet. Du wirst sterben. Natürlich haut sie wieder ab. Das ist jetzt nicht gerade der schwerste Kampf aller Zeiten. So, reinhauen! Ich will nicht nochmal gegen dich kämpfen müssen. Na bitte. Ihr werdet ihr Gift brauchen, um diese Netze aufzulösen. Ihr Gift. Schöpft die Giftlache ab. Mein Gott, hat die viel übrig gehabt, hä? Welche Giftlache hat die da? Okay. Neues Wissen. Der Geschichte zufolge ließ Erzbischof Lazarus, bevor er starb, einen lautlosen Schrecken in den Höhlen nahe Leorix' Anwesen frei. Er hatte wochenlang an ein paar ungewöhnlich großen Spinnen experimentiert. Während dieser Zeit verschwanden viele seiner Diener spurlos. Die größte der Kreaturen führte später die anderen in die Höhlen. Und bisher ist niemand, der sich dort hineinwagte, je wieder zurückgekehrt. Ich dreh durch. So wie es aussieht, ist der hier stärker. Das heißt, wir wechseln jetzt wieder. Oh, den können wir nicht. Der ist nicht so gut. Der ist auch nicht so gut. Oh, und den können wir auch wechseln. Oh, er regeneriert zwar weniger Leben, aber er regeneriert mehr Leben. Das ist sehr schön. Sehr gut. Hey, toll. Zwei ledierte Amethysten. Super. Toll. Bin glücklich. Okay. Gut. Was wollte ich jetzt sagen? Verdammt. Was wollte ich jetzt sagen? Egal. Befreien wir erstmal die hier. Wer bist du? Hab Dank, hab Dank. Können wir diesen schrecklichen Ort bitte verlassen? Karina. Sag mal, bist du genauso wie die andere? Geht zur Hochlandkreuzung. Okay. Was ist das denn? Quest beendet, sehr schön. Hochlandkreuzung, was willst du? Es war schrecklich, dort festzustecken. Den Göttern sei Dank, dass ihr gekommen seid. Was macht ihr hier draußen? Ich suche einen Mann, der vom dunklen Zirkel entführt wurde. Der Zirkel? Ich habe gesehen, wie sie jemanden in Leorix' Anwesen hineinzerrten. Vielleicht könnte es der Mann gewesen sein, nach dem ihr sucht. Es könnte sich für euch allerdings als schwierig erweisen, dorthin zu gelangen. Ich bin nicht stolz darauf, aber ich habe den Stab eines mächtigen Schamanen der Kassra gestohlen. Daraufhin sind die Kassra durchgedreht und haben mich bis zu diesen Höhlen gejagt. Ihr könnt den Stab in meinem Wagen im Hochland finden. Wenn ihr ihn zur Kassra-Barrikade bringt, werden sie euch vielleicht passieren lassen. Naja,
Okay, wir müssen also jetzt irgendwo hier so einen Stab finden. Warum habe ich das Gefühl, dass hier noch mehr Kultisten sind? Okay. Wir lassen den seltenen. Bleib da. Aber er wollte schon wieder wohin, also. Oh. Wann ist der gestorben? War der nicht gerade noch am Leben? Komisch. Meine Güte, so viele Tote, warum? Hä? Ach, da hinten geht's nochmal weiter. Okay. Sieht nicht so gesund aus. Oh Gott, noch mehr. Oh Gott. Wieso gibt's denn hier so viele wilde Ziegen, Menschen, Tiere, Viecher, irgendwas? Wo sind wir hier überhaupt? Okay, in der Hochlandkreuzung. Eieiei. Aber noch sind wir im Akt 1. Okay. Und wir machen nicht mehr so viel Schaden wie früher immer. Oh wei. Okay, er kann drei Pfeile schießen. Sehr schön. Das geschafft. Oh, wir haben irgendwas freigeschaltet. Sehr schön. Sehr schön. Oh, wir haben ganz viel freigeschaltet. Oh, oh, oh. Sehr schön. Schlitzen. Zerlegen. Okay. Ja, das lohnt sich nicht. Schnelligkeit. Das will ich gar nicht wissen. Okay, also Schlitzen ist wohl vermutlich das. Kann man mal testen. Gerechtigkeit 22 erst. Das sieht schon geil aus. Zerrütten. Zerlegen. Gehen wir mal wieder in den Nahkampf. Oh, leck mich. Toll. Kein Kampf mehr. Kann ich bitte wieder... Ach komm, ey. Nächster. Was haben wir gesegnet? Der Hammer. Ach, das war der. Okay. Was haben wir hier? Ein Strauchelangriff. Ach so, ja. Das ist ja egal. Können höchstens den mal testen. Weihe, was haben wir dann noch? Ein gleißenden Schild, der kann besser sein. Ungewissheit. Oh, das sieht cool aus. Was macht der? Oh, cool. Wir versuchen es mal, weil Weihe haben wir eh nicht benutzt. Yes, das ist geil. Das ist geil. Das ist sau geil. Gebot der Gerechtigkeit. Okay, was macht das? Okay, deutlich weniger Schaden erleidet. Nur ein Gebot aktiviert. Wir behalten das doch. Das ist ganz cool, weil das uns heilt, ne? Nee. Ach, das ist ja egal. Himmlische Vollstreckung. Sieht cool aus, ja. Hä, wo ist denn das mit der Weihe? Ach, das war das, ne? Ja, ja, genau, ja. Rechtschaffenheit. Okay. Lebensgeneration um 21. Ja, ist eigentlich egal. Die bringen mir alles nichts im Moment. Die Fähigkeit bringt nur was, wenn du gegen ganz, ganz viele Leute kämpfst. Es ist schon geil, aber es ist keine Fähigkeit, die ich länger behalten will.
Wäsche. Nein, er kommt näher. Ach, Mann. Okay, wir wechseln diese Fähigkeit wieder zurück. Mit dem Hammer kann ich überhaupt nichts. Strauchelangriff. Wollen wir es mal testen? Testen wir mal den Strauchelangriff schließen. Oh mein Gott, da können wir jetzt wieder super suchen. Das ist ja wieder schön groß. Ich will wieder mal niederstrecken, meine Ketten. Ja, ich will wieder mal niederstrecken. Unbedingt. Unbedingt, das ist besser geworden. Ich habe mich da so dran gewöhnt. Yay, ganz viele Gegner. Oh, ein Speer. Wobei der Schiffschuss irgendwie auch ganz cool ist. Okay, oh mein Gott, Springer, 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 nein. Die sind tödlich. Oh ja. Mach das nicht, mach das nicht. Oh, exquisite Essenz. Oh, das da unten sieht doch gut aus. Gehen wir da mal hin. Da, ah, da geht's runter. Perfekt, yay. Fortschritt. Oh, alter Scheiterhaufen, okay. Was ist das für ein crazy Zeug hier? Wo ist der Typ? Ach, da unten. Die Macht schläft in dem toten Wesen. Wir können sie uns teilen, ja? Ihr werdet helfen. Okay. Ich soll was? Ich soll die Dinger kaputt machen. Wieso? Magische Armbrust, okay. Bringt nix. Bringt nix, bringt nix. Halt, warte. Oh ne, bringt nix. Bringt alles nix. Sehr schade. Fast fertig. Bisschen mehr Spaß muss ja sein. Alles schön auf mich, weil ich bin derjenige, der stärker ist. Ich benötige mehr Zorn. Oh mein Gott, du bist absolut am Vernichten. Ich teile nicht gern. Hast du recht, ja. Nein, das bringt uns gar nichts. Wow, warum haben wir diese Quest gemacht? Die bringt ja überhaupt nichts, ey. Warum mache ich immer so wenig Schaden? Meine Schadenswerte gefallen mir gar nicht gerade. Ist das Zufall oder an wem liegt das? War noch die Ausgeburt der Hölle getötet. Der hat nichts. Eure Taschen voll. Ich könnte euch ein wenig erleichtern. Ich trage schwere Ausrüstung mit mir herum. Sehr nützlich, aber ziemlich wertlos. Oh. Au. Ich habe plötzlich diese Rückenschmerzen.
Etwas kommt. Ich glaube, es will uns gehen. Ah, das sind unterschiedliche Größen. Okay. Mein Zorn reicht dafür nicht aus. Hä? Was sind das für komische... Ah, du bist das oder wie? Nee, bist du nicht. Ja. Hä? Okay. Gleich mal in die Fresse, ja. So, was haben wir hier jetzt gekriegt? Tolles. Ein... Oh, schön. Das ist nicht ganz so schön, aber immerhin auch nicht schlecht, ja. Identifizieren. Was ist das? Oh, geil. Ein legendärer Gürtel. Deutlich besser. Oh, cool. Wenn man Gold sammelt, dann wird die Rüstung erhöht. Geil. Was ist das? Legendärer Ring. Mehr Schaden, Menschlichkeit, Erholung. Okay. Wechsel mal. Perfekt. Hey du komischer Schuft, du. Ich hab was für dich. Nicht, dass es dir irgendwas bringt, aber pff, bisschen mehr Leben ist nie verkehrt, oder? So. Okay, Zweihand. Ja, wir haben hier das legendäre Teil, ne? Das macht keinen großen Unterschied. Aber das Teil verkaufe ich wenigstens nicht, ja? Das ist nicht, dass ich es wieder vergesse. Ja, okay, bevor ich jetzt noch ein bisschen... Auf die machen wir fertig. Bevor ich jetzt noch weiter hier erkunde, würde ich sagen... Sehen wir uns wieder in der nächsten Folge von Let's Play Diablo 3. Falls euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über ein Like und einen Kommentar freuen. Ebenso über ein Abo, falls ihr mich weiterverfolgen wollt. Bis zur nächsten Folge. Servus.